Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Am Anfang dieses Jahres habe ich erzählt, dass ich abgemahnt wurde. Und ich wollte das natürlich euch erzählen, was genau passiert ist, wie viel musste ich bezahlen und wie du dich gegebenenfalls vor kostenspieligen Abmahnungen schützen kannst. Das erfährst du in diesem Video. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dabei. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, geht es heute um eine Abmahnung, die ich erhalten habe, und natürlich wollte ich das Ganze nicht euch nicht vorenthalten und dementsprechend meine Erfahrung mit dieser Abmahnung mit euch teilen, damit ihr solche kostenspieligen Abmahnungen umgehen könnt, wie ihr euch davor schützen könnt, was ihr in keinem Fall machen dürft. Das erfahrt ihr in diesem Video, und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, aber auch alles um das Thema herum Reselling, Onlinehandel, auch steuerliche und rechtliche Aspekte findest du auf diesem Kanal. Abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Um das Video nicht zu lange zu werden zu lassen, fange ich direkt mal an. Was ist passiert? Ja, ich wurde abgemahnt. In welcher Zeit? Wie ich das schon in vielen anderen Videos erzählt habe, die meisten Abmahnungen finden am Ende des Jahres statt, wenn man sich auf das Kerngeschäft so ein bisschen konzentriert. Das Weihnachtsgeschäft, es boomt gerade. Da sind die meisten Online-Händler mit dem Kerngeschäft natürlich beschäftigt, und so haben die Anwaltskanzleien, Abmahnverbände dann dementsprechend hier die schöne Zeit abzumahnen, um hier die Leute zur Kasse zu bitten, weil dann natürlich auch die Kassen voll sind. Ja, auch in meinem Fall war das so, dass ich Mitte Dezember diese Abmahnung erhalten habe. Worum ging es genau? Ja, es ging um ein Produkt. In der Artikelbeschreibung bzw. im Titel des Produktes habe ich das Wörtchen Leder verwendet. Das Produkt war aus Kunstleder, dementsprechend habe ich hier nur Leder verwendet, und das ist natürlich irreführend für den Endkunden und somit auch abmahnfähig. Die Gegenseite, also der Kläger, war hier natürlich voll im Recht, die Abmahnung war rechtens. Was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich bei Händlerbund gemeldet, da habe ich eine kostenlose Rechtsberatung und kann hier mit einem Anwalt direkt mich beraten lassen bzw. diesen auch engagieren, der wird für dich tätig. Das Ganze kostet dir nichts, du musst natürlich den Beitrag bezahlen, aber dann kümmert sich Händlerbund um diese Abmahnung und wird das nach bestem Wissen und Gewissen natürlich für dich erledigen. Falls du also noch nicht Händlerbund bist und du wurdest gerade abgemahnt oder möchtest dich vor zukünftigen Abmahnungen schützen bzw. dich vertreten lassen, dann findest du alle Informationen unten in der Videobeschreibung, wie du dem Händlerbund beitrittst, bzw. blende ich dir hier oben ein Video ein, wo ich über Händlerbund spreche, welche Vorteile, welche Services diese bieten. Wie ging es weiter mit meiner Abmahnung? Was habe ich unternommen? Also ich habe den Händlerbund eingeschaltet, mich beraten lassen, und in diesem Falle hatte natürlich die Klägerseite recht, wie ich schon gesagt habe, und da musste ich überlegen, was tue ich denn genau. So, die Abmahnung, die Summe der Abmahnung betrug um die 1000 Euro. Ja, das ist ein Teil gewesen Abmahnkosten, das heißt für den Anwalt, für den Kläger. Aber der andere Teil war natürlich ein Gutachten. Die haben tatsächlich das Produkt begutachten lassen bzw. richtig ins Labor geschickt. Das wurde aufgeschnitten und dann wurde geschaut, ist es denn wirklich Leder oder handelt es sich hier um Kunstleder? Und es handelte sich natürlich um Kunstleder. Selbstverständlich bei einem Produkt unter 10 Euro, dann geht man nicht von Leder aus. Aber ja, in dem Falle irreführend, mein Fehler. So, und ja, wie gesagt, um 1000 Euro war die Abmahnung. So, jetzt stellt sich die Frage, was machst du? Bezahlst du und schickst du dann der Gegenseite eine Unterlassungserklärung? Nein, in keinem Fall. Also das ist, was du unbedingt beachten solltest, niemals sofort eine Unterlassungserklärung unterschreiben, beziehungsweise generell nicht unterschreiben, denn der Anwalt, der dich dann vertritt, der wird gegebenenfalls, wenn die Gegenseite auf eine Unterlassungserklärung besteht, dann muss diese zu deinen Gunsten abgeändert werden, um nicht nachher dich ja, noch mehr Kosten aufkommen zu lassen. Das bedeutet, sobald du eine normale Unterlassungserklärung der Gegenseite unterschreibst, wird in jedem Fall, wenn du wieder gegen diese ja, rechtliche Sache verstößt, in dem Falle, wenn du nochmal das Wörtchen Leder irgendwo stehen hast,
Dann wirst du natürlich direkt zu einer Vertragsstrafe gebeten. Das kann Produkt zu Produkt natürlich und Kategorie zu Kategorie in Zehntausende Euros gehen. Ja? Deshalb achte hier drauf, falls du eine Abmahnung bekommst, das werden dir auch alle Rechtsberater bzw. Anwälte auch raten, niemals eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Meine Aussage hierzu ist natürlich, das soll keine Rechtsberatung sein, das ist nur meine Meinung und was ich so beachte. So, was habe ich nun in meinem Fall unternommen? Und zwar natürlich habe ich mich rechtlich beraten lassen mit meinem Anwalt und habe da mal die Varianten durchprüfen lassen, was würde denn im besten Fall in Frage kommen. Und natürlich hat er mir viele Optionen gesagt. Die Entscheidung liegt am Ende bei mir, was ich tue und was ich nicht tue. Und ich habe mich dafür entschieden, erstmal gar nichts zu tun. Denn besonders bei kleinen Beträgen ist es so, dass die Gegenseite, die Klägerseite, dann das Ganze auch einfach fallen lässt. Die tut einfach nichts, weil der Aufwand zu groß ist für die kleine Summe an Abmahnung, die man da eigentlich bekommen würde. In meinem Fall ging es hier, wie gesagt, etwas über 1000 Euro. Da ist es schon so, dass da auch die Anwälte hinterher sind. Auch in dem Fall war es so. Und zwar habe ich einfach mal einen Monat oder eineinhalb Monate später so eine schöne förmliche Zustellung bekommen mit einem gelben Brief. Der ein oder andere kennt das ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. Mal gucken, was da jetzt mir droht. Und was war drin? Es war ein Mahnbescheid drin vom Amtsgericht. Hier wurde nochmal zur Kasse gebeten, beziehungsweise eine Forderung gestellt, dass hier die Forderung der Gegenüberseite besteht. Und da kommen natürlich noch Verfahrenskosten dazu. Ja? Das sind so um die 200 Euro noch weitere Kosten gewesen. Also bin ich jetzt hier um ja, ein bisschen über 1200 Euro gewesen. So, und auch hier habe ich mich mit dem Händlerbund, mit einem Anwalt wieder beraten lassen und gefragt, ja, wie fahre ich weiter in diesem Fall? Und es ist tatsächlich so, dass wenn man jetzt darauf nicht noch weiter reagiert, dann würde ein Vollstreckungsbescheid kommen, ja, ein Vollstreckungsbescheid, wo dann vollstrecken werden kann. Das heißt, jemand kommt zu dir nach Hause und dann sagt er, Sie haben hier eine Forderung, bitte bezahlen Sie, sonst werden wir hier einige Dinge mitnehmen wollen, ja. So einfach geht's. Und natürlich war mir das dann ein bisschen zu heikel, auf so viel wollte ich mich nicht einlassen. Aber wenn man darauf nicht reagieren würde und das Ganze vor Gericht geht, ja, dann würde im besten Falle, weil man möchte ja die Unterlassungserklärung umgehen, ja, so eine Unterlassungserklärung habe ich ja schon bereits erwähnt, kann teilweise über 10.000 Euro Vertragsstrafe dann mit sich bringen, falls man nochmal den gleichen Fehler macht, wofür man abgemahnt wurde. Und das möchte man natürlich umgehen. Und jetzt ist es so, das soll jetzt keine rechtliche Beratung sein, aber so wurde das vom Anwalt gesagt und so ist es auch rechtens. Wenn man die Unterlassungserklärung nicht unterschreibt und nicht auf die Forderung eingeht, dann geht das Ganze vor Gericht, dann wird man verurteilt und dann ist es so, dass dann eine Unterlassungserklärung gegenüber dem Amtsgericht gestellt wird. Das heißt, man unterlässt es dann und tut es nicht wieder, aber die Gegenseite kann dann keine Vertragsstrafe mir gegenüber mehr stellen, sondern es wird ein Bußgeld vom Amtsgericht gefordert im Falle der Fälle, wenn man nochmal diesen Fehler macht. Ich weiß, es ist kompliziert, aber im besten Falle ist es hier sehr bevorteiligt. Ja? Das heißt, die Gegenseite hat überhaupt gar aus finanziellen Dingen gar kein Interesse mehr, dich zu verfolgen, ob du jetzt nochmal das Wörtchen Leder irgendwo stehen hast, weil die haben davon nicht viel, sondern das Bußgeld von vielleicht 200 Euro geht dann an die Stadt, ans Amtsgericht, nicht mehr an die Gegenseite. Würde man eine Unterlassungserklärung der Gegenseite abgeben, dann haben die natürlich Anspruch auf ja, die Vertragsstrafe, in dem Falle vielleicht über 10.000 Euro. Ich möchte das auch nicht zu sehr vertiefen. Das ist natürlich Abmahnung zu Abmahnung sehr unterschiedlich auch, ja. Deshalb jeder Fall wird hier einzeln betrachtet und dementsprechend musst du dich unbedingt von einem Anwalt auch beraten lassen, dass du hier das Ganze auch für dich anwenden kannst, falls du jetzt eine Abmahnung bekommen hast. Falls du eine Abmahnung bekommen hast, dann kannst du natürlich auch jetzt schon den Händlerbund einschalten und hier
die Rechtsberatung nutzen für kleines Geld pro Monat. Dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung eine Information. Und so, wie bin ich nun weiter vorgegangen? Und zwar habe ich mir gedacht, okay, ich bezahle jetzt dieses Geld. Ja, ich bezahle es dieses Geld. Und wenn er weiterhin noch eine Unterlassungserklärung möchte, dann muss er vor Gericht gehen, um mich zu dieser Unterlassungserklärung zu zwingen in dem Falle. Ja, aber dann bin ich nicht mehr ja, schuldig ihm gegenüber, sondern nur dem Amtsgericht, ja, dem Gericht. Und ich habe diese 1200 und paar zerquetschte bezahlt und dachte, okay, jetzt ist die Sache vom Tisch, jetzt habe ich Ruhe und alles ist gut. So, und ich habe euch ja hier die förmliche Zustellung zwei Briefe gezeigt. Tatsächlich kam noch einer. Und zwar 2 Monate später kommt noch ein Schreiben von dem Kläger und hier mit einem Vollstreckungsbescheid. Da dachte ich, was ist jetzt passiert? Ja, ich habe doch das Geld bezahlt. Warum wird jetzt hier nochmal verstrecken? Warum wollen die nochmal vollstrecken? So, und ja, das habe ich mir mal ta 2 Tage überlegt und dachte, okay, da rufe ich jetzt mal an und sage, ich wollte jetzt das Ganze nicht nochmal durch einen Anwalt klären und hier musste man schnell reagieren. Und ich habe den Anwalt mal einfach angerufen, der Gegenseite, und gefragt, was denn jetzt hier Sachstand ist. Ich habe das Geld bezahlt, warum bekomme ich einen Vollstreckungsbescheid? Und die Gegenseite hat dann erstmal nach dem Aktenzeichen gefragt. Ich habe das Aktenzeichen rübergegeben und er schaut. Ja, Sie haben bezahlt, sagt er. Sie haben tatsächlich bezahlt. Ja, natürlich habe ich bezahlt. Oh, das ist uns hier entlaufen. Und da seht ihr mal, wie viele Fälle die scheinbar haben, dass die mal so einfach 1200 Euro in ihren Zahlungseingängen übersehen und dann das Ganze automatisiert rausgeht. Ihr seht, sowas läuft komplett automatisiert und dann wird hier richtig Kohle verdient. Deswegen schützt euch unbedingt dafür. Begeht die Fehler gar nicht erst und wenn, dann müsst ihr hier das Ganze einmal richtig klug mit einem Anwalt besprechen, um hier das richtige Vorgehen und das beste Vorgehen natürlich zu machen. So, und ja, dann sagt er mir, okay, tatsächlich, Sie haben bezahlt, dann ist die Sache vom Tisch. Dann ist die Sache vom Tisch, dann kann man das Ganze als nichtig hinsehen und dann wird das Ganze hier storniert, dementsprechend der Vollstreckungsbescheid, und dann ist die Sache vom Tisch. So, und ja, das ist meine Erfahrung mit dieser Abmahnung gewesen. Ja, sehr ärgerlich, 1200 Euro. Ich werde jetzt mehr darauf achten, dass ich hier genau alles beachte, alle Aspekte. Und das solltest auch du tun. Und vor allem jetzt in nächster Zeit wird das Thema ja Verpackungsgesetz, Verpackungslizenz sehr groß. Und hier wird es tatsächlich auch sehr viele Abmahnungen hageln. Deswegen, falls du dich da noch nicht drum gekümmert hast, dann findest du hier oben ein Video dazu, wo ich auf das Verpackungsgesetz eingehe, wie man eine Verpackungslizenz erwirbt für sehr kleines Geld, um hier kostenspielige Abmahnungen, ja, zu umgehen. So viel zu dieser Abmahnung. Das war meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wie ich reagiert habe, was ich getan habe. Das hast du nun erfahren. Ich hoffe, dir hat das gefallen und hat dich irgendwie weitergebracht und war ein Mehrwert für dich. Deswegen gib dem Video gerne einen Daumen hoch und falls du weitere solcher Videos und mehr Videos sehen möchtest, dann abonniere auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir natürlich viel Erfolg für alle weiteren Tätigkeiten von dir und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.